Hey, du hast wieder was verpasst am Bögensee. Warum? Ach, das Geschmarr. Mit der Hohe, mit der Zocke, mit den anderen. Da war der Reisende dabei. Ein Quarf haben wir gehabt. Ach. Hat wieder der halbe Bögensee geschaut. Hä? Hat wieder. Ja, ja. Ach, da war es ja voll. Ich habe mir fast keinen Platz mehr gekriegt. Am Sonntag, ne? Da war es dann so voll am Bögensee. Da haben uns da der Zocke mit hingelegt. Da haben sich die Leute ausgekriegt. Wir möchten doch wieder weggehen. Sie kann das nicht haben, wenn wir da so nah liegen. Also sie verträgt es nicht. Heute ist nur ein Streit angefangen worden. Und der Animo ist dann nur handgreiflich zu der Hohe geworden. Ja. Ja. Also wenn meine Frau brennt, andere, der kriegt es mit mir zu tun, hat er gleich gesagt. Ja. Ja. Die Hose gleich hochgegriffen. Wow. Und dann ist ja alle Hand, die Hose hat dann geschimpft, ist alle Hand. Hast du das verpasst? Oh mei. Bei euch geht's ja ab. Ach, ich durfte, ja, so war das war ich hab gescheit, weil ich musste dann drücken, sind Gaga. Oh wei, oh wei. Ja. Ach, was habe ich jetzt da gerade gegessen? Die Hauke Leichler. Hey, aber das ich da hat er aber, ja, die Zunge gesagt, dass du mit Leichler bei die Kuppe bist. Da hat die Hauke gesagt, ach, die Hauke Leichler, ein Gedicht. Oh wei, oh wei. No, die Hauke, nein, rein Gedicht. Na, was hat's denn dein Gästebucheintrag habe ich gerade gelesen. Was? Dein Gästebucheintrag. Von der Ho. Was? Von der Ho habe ich deinen Gästebucheintrag gelesen. Ja. Weißt du, was gemeint ist? Na? Bin ich mal, ich bin am Bögensee gekommen und habe ein blaues T-Shirt angehabt und das hat die Hohe noch nie gesehen gehabt. Da sagst du mir, was hast du jetzt? Du hast ein T-Shirt und das habe ich noch gar nicht gesehen. Du, die Becke, die trägt schon die Mode für 2000. Die Becke ist ja drin, die trägt schon die Mode für 2000. Da waren ein paar so Schwestern das gelegen, ne? Und die haben dann gehört, dass sie zu mir Peggy sind, und dann hat er später dann zu mir gesagt, ich habe mir oben im Wald was zu grüßen. Peggy, Peggy! Ja, kennen wir uns? Und ich sag, nein, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, ich hab das vorhin gehört, ein Geschmarrig. Aber du weißt schon, was gemeint ist mit dem Weihrauchgeduft. Ja, freies Treppenhaus. Das Treppenhaus, wo ich da war, ja. Das riecht frei. Wenn das Wetter so schlecht, dann riecht es mir wie in der katholischen Kirche. An was liegt denn das? An was liegt denn das? Ich weiß das alles. Meine Mutter sagt, es liegt an der Holztreppe, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oder am Fußkäse. Richtig, der katholischen Kirche. Wie beim Fahrer im Beichtstuhl. Na. No. Ach gut. Da hat mein Arbeitskollege die Woche einen Witz erzählt, ne? Ja. Da geht er wohl zum Beichtstuhl rein, ne? Ja. Dann macht der Fahrer die Klappen auf. Und dann schaut er halt so rüber und sagt dann, der brauchst gar nicht rüber schauen, da ist auch kein Klopapier.